Hallo ihr Lieben, schön euch wiederzusehen. Heute gibt es von mir einen Ricotta-Käsekuchen und das ist ein Käsekuchen, der ist von Tim Melzer, ein Rezept von ihm. Und der geht nicht nur ganz schnell, sondern das Tolle daran ist, dass das ein All-in-One-Käsekuchen ist, ohne Boden, glutenfrei und deswegen geht er halt auch besonders schnell. Ich habe auch an dem Rezept am Anfang gezweifelt und habe gedacht, meine Güte, alles zusammen in einer Schüssel kurz anrühren. Na, ob das klappt, aber es klappt fantastisch. Und es ist für mich der schnellste Käsekuchen überhaupt und ich backe ihn schon seit Jahren. Und hier ist er jetzt mit Heidelbeeren und wie der geht, das zeige ich euch jetzt. Für diesen super schnellen Käsekuchen braucht ihr 6 Eier, eine Prise Salz, 500 Gramm Ricotta, 500 Gramm Quark, das ist egal, ob Magerstufe oder eine andere Fettstufe, 4 gestrichene Esslöffel Speisestärke, 200 Gramm Zucker. Ich mache meinen Käsekuchen mit Heidelbeeren, da sind es 200 Gramm, den Abrieb einer Bio-Zitrone und für die Backform zum Einfetten ca. 1 Esslöffel Butter und 1 Esslöffel gemahlene Mandeln oder Kokosflocken, damit der Kuchen euch nicht hängen bleibt. Und das war's genauso auch schon. Genauso einfach ist auch die Zubereitung und zwar kommen alle Zutaten gleichzeitig in die Schüssel. Einmal der Ricotta, der Quark, die Speisestärke, Salz, Zucker, die Eier und der Zitronenabrieb und das Ganze dann einfach nur miteinander verrühren. Egal ob mit dem Schneebesen oder mit dem Handmixer. Meine 26 cm Backform, also 26 cm Durchmesser Backform, fette ich jetzt mit Butter ein, könnte aber auch Margarine nehmen. Die gemahlenen Mandeln, hier sind es blanchierte oder auch Kokosflocken, das finde ich dann besonders lecker. Einfach reinstreuen, verteilen und das Überschüssige wieder abklopfen. Den Teig in die Springform füllen und die Heidelbeeren obendrauf verteilen. Den Kuchen dann im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad auf der untersten Schiene 40 bis 45 Minuten backen und anschließend im ausgeschalteten Backofen abkühlen lassen. Ich löse den jetzt einmal auch aus dem Rahmen, dafür gehe ich mit dem Messer wieder so lang. So schaut er jetzt aus, unser Käsekuchen mit Heidelbeeren. Da kommt noch so ein bisschen Puderzucker drauf und dann kann er auch schon serviert werden. Und wer möchte, kann so wie ich noch zusätzlich ein paar Heidelbeeren dann oben nochmal drauf machen in die Mitte. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie der Käsekuchen von innen aussieht und zwar so. Natürlich könnt ihr statt Heidelbeeren auch jedes andere Obst nehmen, wie Himbeeren oder Brombeeren, Waldbeeren. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gut gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da oder abonniert mich, dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Steffi.